Und da sind wir auch schon wieder bei Fallout 4. Und das hier wird ein Baufall sein. Lass uns einen Deal machen. Okay, was ist der Deal? In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Ja. Sicher. Also ich war schon so frei, hier hinzureisen, damit wir hier direkt starten können, damit ich das noch fertig bauen kann vor allem. Und ich stelle mal ganz kurz meine Rüstung hier hin, weil die brauche ich hier eigentlich nicht mehr. So, eben, wir wollten das hier noch fertig bauen. Beziehungsweise ich wollte das noch fertig bauen. Und die wichtigen Punkte wollte ich jetzt eigentlich noch hinpflanzen, sodass wir hier beispielsweise noch geschützte Position haben. Ich weiß gar nicht, wie weit ich nach vorne kann damit. Genau so habe ich es mir vorgestellt, da kann man hier nämlich runterballern, das ist das Wichtige. Ja, eben, Baufolge. Ich habe jetzt ein bisschen holprig gestartet. Ich wollte das hier aber noch fertig bauen und ich habe ja gesagt, ich mache da nochmal eine Baufolge drauf, damit wir das hier dann auch sauber fertig machen können. Und hier sind wir. Hier sind wir. Und ich habe ganz viel Holz gekauft, also wirklich ganz viel Holz gekauft. Wir haben mehr als genug Holz momentan. Eigentlich so, wie sie auch sein sollte. So, jetzt können wir hier auch hin und her latschen. Dann, ich mache das jetzt trotzdem. Ich baue jetzt hier trotzdem eine kleine Verteidigungsanlage. Man weiß ja schlussendlich nie. So. Es geht mir natürlich auch darum, dass es optisch ein bisschen gut aussieht. Also, das finde ich schon auch wichtig. Der optische Aspekt ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig. Komm, ich will hier eigentlich nur hoch. Okay. So. Hier ein Geschütz und dann auf diese Seite natürlich auch nochmal. So. Gut. Und dann machen wir hier holztechnisch, machen wir noch weiter. Es muss nicht top geschützt sein, es muss aber gut aussehen. Das ist der springende Punkt für mich. Also bedeutet, ich mache hier so. Mache ich solche Verbindungsstücke. Mit denen wir hier dann einfach schön durch verbinden können. So. Weil jetzt können die Leute kommen und ich musste hier gar nicht viel hinpflanzen und es sieht eigentlich ganz nett aus. Das war auch das Ziel der Sache. Aber das geht nicht. Das andere geht, aber das geht nicht. Dreist. Dreiste Sache hier. Das will ich aber doch probieren. Komm, hier kann man doch sicher irgendwas hinpflanzen. Schade. Und eine andere lustige Idee, die ich hatte. Hier brauchen wir Stahl, Kupfer, Aluminium und Zahnräder. Hier brauchen wir nukleares Material und pipapo. Die produzieren nur 3 Strom. Das ist mega wenig. Aber sie sehen so lustig aus. Wir bauen trotzdem mal eins. Ja. Naja, okay. Was wirklich viel bringt, weiß ich ja noch nicht. Vermutlich weniger. Hier haben wir noch einen Generator. Ja, gegen hier unten natürlich jetzt nicht geschützt.
oder noch nicht geschützt. Ich habe nämlich noch eine Idee. Ach so, du hast eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Ist außergewöhnlich für mich, ich weiß. Ich bin nicht so der Typ, der viele Ideen hat. Das wirklich so komplett. Ja. Jetzt schwebt sie halt ein bisschen. Könnte ja theoretisch bis hier nach vorne. Wir nutzen mal alles. Mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ah ja, das geht. Huch. Bin ich doch glatt runtergefallen. Okay, aber das macht nichts. Wir machen nämlich direkt an dieser Stelle dann weiter. Also, hier haben wir eigentlich eine sehr schöne Position, die wir sehr, sehr gut benutzen können. Ich mache das auf dieser Seite eigentlich nochmal identisch. Ich fand das ganz gut. So. Jetzt hier ein kleines Treppchen hoch. Etwas, dass man hochlaufen kann. Ja. Gut. Und jetzt, wie wollte ich das machen? Ich glaube, ich wollte es so. So, aber das ist die Eingangsseite. Ich glaube, hier brauchen wir auch wieder. Wir machen es wieder ein bisschen gemütlicher. Weil wir hier ohnehin nicht wirklich. Also, so verteidigungstechnisch brauchen wir hier theoretisch nichts. An dieser Stelle. Es geht hier auch mehr um den optischen Aspekt. Finde ich jetzt. So. Aus diesem Grund auch eine kleine Lücke, damit wir ein bisschen sparen. Holz wächst ja nicht an den Bäumen. Moment mal. Doch, eigentlich schon. Aber wir müssen sie ja nicht zum Fenster rauswerfen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier... Ja, ein bisschen gefährlich. Ich setze dich mal hier hin, will mal gucken, ob ich... Oh, sehr interessant. Lagern dich mal ein. Ich habe das Gefühl, dass das von unten dann beschissen aussieht. Ja, tut es. Weil ich glaube, dass die vorderen, die gehen noch. Aber die hinteren... Ja. Wir nehmen das Treppchen. Wir nehmen das Treppchen und lassen das so. Schönes Treppchen. Ja, passt. Da sollte man sich jetzt kein Bein ausreißen, deswegen. Das ist alles okay soweit. Und hier wollte ich genau so eine Durchgangsmöglichkeit. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, das komplett zuzumachen hier oben. Unten, Entschuldigung. Dass wir einfach wirklich nur hier oben den Durchgang haben. Damit man eigentlich nur hier oben rein kann. Von der anderen Seite von der Autobahn. Aber ich glaube, das ist eben kaputt. Ich glaube, da gibt es keinen so einen Eingang, gibt es da nicht. Ist jetzt halt ohne Stütze gebaut. Was ist, wenn ich so mache?
Sehr schön. Das ist cool. Nein. Doch nicht so ein hässliches. Wo sind die normalen? Hier. Ich dachte immer, die sind am Ende. Nein, also nicht. So, und jetzt. Ist die Musik leiser geworden, habe ich das Gefühl. Obwohl ich in meinem Headset nichts umgestellt habe. Aber gut, naja. Okay. Das geht nicht, schade. Ja, ich will aber keine Holzstrukturen. Ich würde, ja. Oha. Das geht. Teilweise sehr komisch, was geht und was nicht. Teilweise wirklich sehr komisch, was geht und was nicht. Ah, sehr gut. Aber wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Interessant. Okay. Mir geht es darum, dass diese Übergänge ein bisschen geschützt sind. Weil jetzt... Es ist... Von den Trägern her ist es natürlich nicht ideal, aber... Es sieht wenigstens ein bisschen anständig geschützt aus. Das ist halt wichtig. Für mich jetzt. So wie hier ist es jetzt auch ein bisschen geschützt. Auch wenn nur ein bisschen, aber das... Ist eben der springende Punkt. Nur schon das macht viel aus. Für das Gefühl, auf alle Fälle. Mir geht es ja nur um das Gefühl. Das Gefühl ist alles. Jetzt hau dich normal dran, bitte. Danke sehr! Wo ist jetzt die... Hä? Ah, hier, ja. Totales Durcheinander gerade im Kopf. Einfach ein bisschen gemütlich bauen. Ich finde das sehr schön. Einfach so ein bisschen gemütlich bauen finde ich sehr, sehr angenehm. Ein bisschen die Zeit verdrödeln lassen hier in dem Spiel. Okay, wir hatten das letzte Mal... Schade, das geht nicht. So, was geht aber? Mal schauen, wenn ich noch... Ich noch so... nein, ich will eigentlich... Ich will eine normale Wand, die ich gerade vorhin hatte. Ja. Das will ich nicht. Das auch nicht. Welches war es das hier? Ist nicht ideal, aber es ist zu. Es ist zu. Ja, du, ja. Soll es nicht allzu streng betrachten. So. Ich sehe schon, es wird wieder Nacht. Es ist unfassbar. Schon unfassbar hier in dem Spiel. Fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich gar nicht gut an. Nein, wir nehmen den rüber. Ja. Da schlafen gehen? Geht gar nicht. Ich mache kurz ein Bett, weil ich will wieder... Das gibt mir so einen Zeiger. Jedes Mal, wenn ich am Bauen bin, bauen, die Sonne geht unter, dann ist wieder dunkel und dann sieht man nichts mehr. Also auf dem Smartphone, Tablet und so, sieht man dann nichts mehr. Ich sehe ja noch alles. Aber der Bildschirm ist dementsprechend groß und... Ja, das
Ist einfach zu dunkel für so ein kleines Gerät. So. Nun stellt sich die Frage, will ich hier zubauen oder will ich das nutzen? Ich glaube, ich baue es zu. Wir bauen es zu. So, also, was wollte ich? Genau, ich wollte... Hey! Ich wollte den Kanonier-Dings bauen, hier oben drauf. Jetzt denken alle, was? Kanonier? Was redet der da wieder? Ich meine Artillerie damit. Das sollte hier oben da nämlich gehen. Naja, das war eine lustige Idee. Funktioniert leider nicht. Aber wir bauen hier natürlich trotzdem Artillerie, das muss ja schon sein. Dann gleich zwei, wenn wir schon hier sind. Ist mir jetzt das Beton ausgegangen? Öl! Das Öl ist mir ausgegangen. Brauche ich per Zufall für diese auch Öl? Ein Öl. Für den aber nicht. Schweres Lasergeschütz braucht kein Öl. Gut zu wissen. So. Dann schweres Lasergeschütz. Und schweres Lasergeschütz. Und jetzt habe ich kein Aluminium. Die Rohstoffe gehen mir aus. Ah, die Rohstoffe gehen mir aus. Scheiße. Habe ich mich ja gut vorbereitet auf die Baufolge hier. Wieder mal. Ich mache das gut. Ich habe es im Griff. Ich sehe das schon. Nein, geht's leider nicht. Genau, hier sollte man dann noch runter können. Ist gefährlich eigentlich, die Stelle. Währenddessen die Stelle hier vorne weniger gefährlich ist. Ah, ich sehe nichts. Ja, ich muss das Ganze rüberschieben. Ich muss das Ganze rüberschieben. Von hier aus ist es besser. So. Schwebt, glaube ich, noch ein bisschen sehr, ja. Dick runter, gut. So, und jetzt Boden. Und die ziehen rüber. Für was ich die brauche, weiß ich noch nicht. Aber hier will ich eine Anlage bauen. So eine kleine. Muss nichts Großes sein. Uah, wenn man da vorne runterstürzt, da kriege ich ja jetzt Kribbels schon hin bei mir. Es wird einfach schön aussehen. Das Ganze wird einfach schön aussehen. Ob es dann nutzvoll ist, steht nicht zur Debatte. Muss ein Tick runter. Der schwebt. Naja, egal. Dann schwebt er halt. Wenn er das unbedingt möchte. So. Jetzt haben wir hier auch nochmal ein bisschen von hier oben. Ich finde das geil. Jetzt ganz ehrlich, ist geil. Wer war das denn hier? Weiter links.
Irgendwo da unten ballert's. Naja. Ist nicht wichtig, wir bauen jetzt. Wir waren fertig. Ja, da kommt ein Feind. Okay. Von hier aus sehe ich den gar nicht. Tolle Baufolge. So. Steck dir das Ding wieder weg hier, ey. Wir müssen auch gucken, wie ich den Eingang baue. Das passt mir nämlich nicht so, wie er jetzt ist. Der Eingang ist einfach unzureichend. Unzureichend. Ob ich hier ein bisschen erhöht bauen will oder so? Auch wieder mit Platten? Irgendwie sowas? Jetzt haben wir einen schmalen Eingang hier. Einen ganz schmalen Eingang hier. Und hier ein bisschen drüber gezogen. Wenn ich hier nochmal eins baue, dann bleibt der Eingang schmal. Ja, sehr schmal. Und warum haben wir dann so komisch drüber gebaut? Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Das ist, wenn ich so ein Eck so eins hinbaue hier. Ist halt schwieriger, was dran zu bauen, ne? Da baut sich dann halt nicht so leicht was dran. Außer das hier. Was ist mit einer normalen Wand? Einfach so eine Wand. Einfach eine Dachwand. Dann hätten wir doch einen recht großen Eingang. Dann wäre das der Eingang. Damit bin ich aber irgendwie einfach nicht zufrieden. Und was ist, wenn ich hier eine Wand aufreiße? Oder ein bisschen weiter rausziehe. Ich könnte ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Das mache ich jetzt. Oh, ich sehe aber gerade, mir geht das Stahl aus. Hei. Mir läuft alles davon. Unglaublich. Die gehen, aber die anderen gehen nicht. Mysterious. Warte, ich wollte eigentlich einen Eingang bauen, ne? Ich nehme den mal weg. Stattdessen mache ich hier Wände hin. Eine Wand. Eine Wand mache ich hin. Scheiße. Wie sehen die Holzwände eigentlich aus? Da war ich komplett aus Holz, ne? Ja. Ich zieh den mal rüber. So. Obwohl ich will das Grey Garden, will ich, dass das will, das soll angezeigt werden. Ich weiß. Oh.
Ah, ich hab's. Ich hab's. Ich weiß, wie ich's mache. Verpiss dich. Das geht nicht. Aber wir können sicher bis... hier rüberziehen. Ich will eigentlich wirklich nur... Warum darf ich ihn nicht bauen? Ach, jetzt. Oh yeah. Ja. Ich muss noch einen Tick runter, geht das nicht? Warum rennt ihr eigentlich alle hier hin? Habt ihr nichts zu tun? Verflucht nochmal. So, ich stelle dich jetzt ganz oben hin. In die Geschütze. Es ist nicht zum Aushalten, wie die alle unten rumrennen. Wir haben so viel Fläche hier oben. Unglaublich. Hier, einmal hier. Also ist es jetzt zugewiesen. Ja, und weil wir hier oben zur Ausnahme. So, Tomatoes, Schattengewächs. Ich kann einfach hier oben bauen. Ich brauche ihn nicht mehr. Einfach so, hier oben. Wir bauen hier oben einfach Tomatoes an. Und sich das mal vorstellen. Wir, hier, Tomatoes. Dann hier Mais. An der Sonne, Mais an der Sonne, auf der Autobahn. Ist der Maishügel. Der wunderschöne Maishügel. Ich freue mich jetzt schon, wenn die Leute dann runterfallen, wenn sie hier... Naja, ja. Das ist mir jetzt egal, wie es aussieht. Jump, jump. Du hast nichts zu tun. Bald nicht mehr. Du bist abdelegiert zum Geschütz. Gerade alles gleichzeitig. So, hier. Ja. Ich wollte doch nur springen. Weil ich das hier oben hinpflanzen will. Wir verbinden jetzt einfach schön flott die alles mit allem Stahl und Keramik. Ah, da unten ist der Stahl. Kann man dich nicht hier einfach oben hinpflanzen? Das wäre auch nett. Würde sich auch lustig aussehen. Schwebt ja. Immer noch. Kriege ich wahrscheinlich nicht sauber hin. Aus diesem Grund lassen wir sie hier. So, was wollte ich jetzt aber eigentlich machen? Ich wollte eigentlich einen Stromgenerator bauen. Den großen kann ich natürlich nicht machen, weil mir das Aluminium jetzt fehlt.
Wir gehen wirklich wahrhaftig die Ressourcen aus. Sehr schade. Warum sollte das denn nicht gehen jetzt? Geht doch. Zwar immer noch zu wenig Strom, glaube ich. Ja, für beide. Aber wir haben noch so einen kleinen Generator, den wir hier hinstellen dürfen. Naja, es laufen beide. Sehr gut. Boah, ich werde mühsam hier hin und her zu schieben alles. Hast du was zu tun? Nein? Okay. Jetzt dann gleich schon. Klar. Klar. Du darfst nämlich das verteidigen. Auch nichts zu tun. Du darfst hier draußen verteidigen. Hier vorne. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So, zack. Zugewiesen. Sehr schön. Hier kann man noch nicht hoch. Was ich sich wieder gebaut habe in der letzten Folge. Und was das alles hier dann. Wie das alles dann eben nicht mehr funktioniert. Man kann außenrum. Gut. Ja, okay. Ja. Ich bin noch nicht zufrieden, aber mir gehen die Ressourcen aus. Ich muss sparsam bauen. So, ich wollte jetzt eigentlich den Boden noch machen. Da habt ihr Leute deswegen ja weggeschickt. So, jetzt. Jawohl, und... Jawohl. Jetzt werden wir dann gleich aber ein Problem haben, und zwar, dass es das so blöde verschiebt. So automatisch. Also das ist ein... Genau. Okay, das ist aber schön sauber eigentlich. Sieht auf alle Fälle sehr, 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 sehr gut aus. Nicht zur Genüge. Nicht zur Genüge. Oh ja, nein, gleich alle. Alle, kommt alle. Der Zugang ist offen. Alle her, alle her. Es gibt ja so viele andere Stellen, wo man hinstehen kann, ne? Aber Priorität hat eben schon mein Ort, wo ich gerade am Bauen bin. Das ist halt schon wichtig, ne? Probier es doch mal mit irgendwas machen. Und du vielleicht oben. Weil ansonsten werde ich irgendwann euch... Ich werde euch einfach erschießen. Und das möchte ich jetzt nicht. Ich werde euch nicht töten. Auch wenn das Bedürfnis immer wieder mal aufkeimt. So häufiger als mir lieb ist, leider. Ja, ist zugewiesen. Gut. Hast du es geschafft? So, jetzt sollten die Leute weg sein. Gut. Steht die mir sicher wieder im Weg? Ja, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Verzieh dich. Warum? Was habe ich dir getan? Hierhin.
Da jetzt. Jetzt kann ich dann wahrscheinlich gerade ziehen. Mit dem Wissen, was ich noch habe. Nein. Und. Jawohl. So, und jetzt. Gut. Nein. Okay. Jetzt habe ich hier natürlich noch offene Stellen. Mal schauen, ob ich die mit Holzwänden zukleistern kann. Vermutlich nicht. Das ist aber jetzt sehr schade. Ich hätte gehofft, dass ich die wirklich einfach so... Ja, ja, jetzt kommt gut. Noch nicht ganz so, wie ich will. Ja, dann hier eigentlich noch eins. Nur ein einziges noch. Ich brauche nochmal Holz. Ich brauche nochmal Holz. Und ich kann die Bäume hier nicht zerstören, ne? Nein, ich brauche Stahl, Entschuldigung. Habe ich per Zufall irgendeine Waffe dabei, die ich einfach zerlegen kann? Nein. Haben wir irgendwo sonst noch eine Waffe? Ja? Ja? Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass... Um Himmels Willen! Was machen die Kühe eigentlich? So komisch. Oh no. Könnte der noch ein Tick hier rüberrutschen? Würde theoretisch gehen. Alles ja gut, ich muss es probieren. Ja, so ist okay. Steht er wieder im Weg. Na, steht einfach da und guck mich an. Warum suchst du die Nähe? Ich habe schon eine Freundin. Dankeschön. Kannst wieder gehen. Sauber. Souverän. Perfekt. Jetzt muss ich dann nachher nochmal eine Baufolge draus machen, weil ich dann wieder Stahl gekauft habe. Naja, ich bin ohnehin schon wieder lange, viel zu lange dran und ich habe gefühlt nichts gebaut. Gefühlt habe ich nichts gebaut. Ja? Nichts, ja. Nein. Ich will eigentlich nur ein Treppchen bauen, damit die Leute da wirklich auch hoch und runter können, weil die sind nicht wirklich die hellsten. Das ist eine Holztreppe. Wow! Die habe ich ja noch nie benutzt. Lustig. Ah, die braucht auch Stahl. Oh Gott. Scheiße, die braucht ja Stahl. Nein. Sogar eine normale Treppe braucht Stahl. Transfer. Also. Hey. Was soll ein kaputt hauen? Ja, bis jetzt noch nichts. Wir handeln mal. Das ist ein Sturmgewehr, sehr spannend. Hier. Lagern und du ziehst es direkt an, würde ich mal meinen. So. Bisschen zu Panzerplatten an. Ich wollte aber nur noch ein bisschen Stahl, damit ich da die Wand fertig machen kann. Das wird wohl nichts. Und das nervt mich. Ich frage mich, ob ich hier. Ja, ich will hier, ich glaube ich... Gut, Green. Wie geht's dir? Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm.
Bereit fürs Feilschen im Garten. Das wäre super. So nutzlos ist es nicht. Tja, schade. Wir müssen wohl in einer anderen Folge weitermachen. Ich konnte irgendwie gar nichts bauen. Ich finde es gerade ein bisschen scheiße. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht viel gebaut. Was haben wir eigentlich jetzt alles? Wir haben zwar ziemlich viel Schutz, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich will eigentlich ein richtig großes Paradies daraus machen. Hier oben noch ein paar Lasergeschütze mehr. Vor allem hier noch eins und hier noch eins, damit die Vorderseite dann gedeckt ist. Weil die werden von vorne kommen müssen. Die haben gar keine andere Wahl. Einen anderen Eingang gibt es nicht. Dann will ich da oben drauf noch was bauen. Ja, den Rest könnten wir eigentlich mal so lassen, wie es ist. Na gut, also. Was? Ich laufe hier mal hin. Und dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Mal schauen, ob ich die nötigen Ressourcen noch zusammenkriege. Bis dann.